Das grüne Kraut nehmen. Und das rote Kraut verwenden, kombinieren. Und dann tauschen wir mal. Austauschen. Zack. Und schon haben beide wieder was zum Heilen. Aha. Ah nee, von da kamen wir. Also hat uns das jetzt nichts gebracht, außer Untersuchungsbericht 2. Okay, von mir aus. Hier ist auch nichts mehr. Da ist nur noch so grau. Blöd. Das ist jetzt blöd. Da kommen wir rein. Ja, von da kommen wir rein. Dann da sind die Quartiere und da geht's nach unten. K7. Da haben wir nun auch alles. Das war K5. Erdgeschoss 1. Ja, wir haben jetzt auch alles abgeklappert. So, da ist jetzt die Frage. Da ist die Tür jetzt offen. Okay. Ach ja. Also von da kamen wir. Hier waren die FKK-Zombies. Hier ging es nicht weiter, weil da das Rohr ist. Warte mal. So, nee. Okay, komme ich nicht rein. Ja, dann hier mal weiter. Ah, hier gab es sonst nichts mehr? Nö. Hier gab es sonst nichts mehr. So, das war der Safe-Raum. Mit der schönen Melodie. Meine Lieblingsmelodie in Resident Evil. Heißt egal welcher Part. Teil. Das sage ich schon Part. Hier komme ich echt nicht weiter. Ein fauler Geruch hängt in der Luft. Scheinbar wurde das Luftfiltersystem abgeschaltet. Ja, bringt mir persönlich jetzt gar nichts. Die Leiter kann ich nicht benutzen. Die Kanalisation fließt über. Aha. Jetzt wissen wir auch, woher der faulige Geruch kommt. Gib mir nochmal die Karte. Gibt's echt nichts? Nee, gibt's echt nichts. Das ist ärgerlich. Hier war die Szene mit dem Frosch. Das sieht interessant aus hier, diese Konsole. Das Bedienfeld für die Gondel. Die Systemplatine fehlt. Ohne die Systeme empfängt die Gondel keinen Strom. Okay. Das klingt schon mal sehr interessant. Die hat Billy.
der Systemplatine. Ja, cool. Oha. Was lese ich mir das jetzt? Erst nochmal durch. Einfach auf Verwenden gehen, so. Die Gondel hält wieder Strom. Okay. Becky, da gehst du rein. Eine kleine Gondel. Rebecca würde sicher hineinpassen. In die Gondel steigen? Ja, Becky, wirst du so oder so in die Gondel gemusst. Ist das nicht ein bisschen eng, Becky? Immer so als Frage. Das ist ein Hebel für die Schleuse. Hebel umlegen. Oh, kräftiges Mädchen. Ah, jetzt geht das Wasser weg. Oh, noch mehr. Napalm, Munition, Dingens, ihr wisst schon was. Wo ist Becky jetzt eigentlich? Da ist er. Ich glaube, mit Billy muss ich dann noch mal her. Hier gibt es Säuregranaten. Komm ich da nicht runter? Treppe ist hin. Sie müssen einen anderen Weg nach unten finden. Damn it! Kannst du noch nicht mal aufnehmen. Das ist schlecht jetzt. Verdammt. Ach, naja, kann man nichts machen. Oh, hier ist eine Tür. Boah! Ich habe jetzt erst bei Becky gesucht, ey, voll gar nicht gefunden. Hey, lass mich los, du Dreckvieh! Hallo! Meine Fresse! Danke! Oh, noch mehr Napalm-Munition. Ach Mensch, jetzt habe ich voll eine SMS gekriegt. Industriewasser. Das war kein Erste-Hilfe-Spray. Ich dachte, es wäre ein Erste-Hilfe-Spray gewesen. Aber ich kann jetzt die Napalm-Munition mitnehmen. Nee, kann ich nicht. Weil ich das scheiß Industriewasser genommen habe. Was bringt mir das? Aufbereitetes Wasser, Unreinheiten wurden entfernt. Das ist schön. Nö, geht nicht. Ja, das ist toll, dass ich jetzt Industriewasser habe. Wird mir wahrscheinlich überhaupt nichts bringen. Die Tür wurde aufgeschlossen. Interessant.
Billy auch irgendwie zu mir? Oder? Ach komm, Billy, bleib erstmal stehen. Bleib erstmal stehen. Oh mein Gott. Eine Art Insekt, das in bioorganischer Flüssigkeit aufbewahrt wird. Ja, wir hatten ja schon mal das Vergnügen, ne? Mit diesen Insekten. Sie ist von der anderen Seite. Oh, toll. Lass mich raten, da muss Billy jetzt hin. War das die Tür? Nö. Dann war es der Fahrstuhl, der da ist. Voll fährt Herrn. Ja, genau, hier wollte ich hin. Genau. Ah, Frosch. Ich hab's gewusst. Huch da, Billy. Ah, oh, Gott sei Dank. Haha. Voll verscherzt. Hier rotiert was. Hier sind Zombies. Da liegt Munition. Die Treppe ist eingestürzt. Okay, wir sind schon mal da, wo Becky ist. Ach, da bist du ja. Nummer 1 ist weg. Ah, mein Stückchen jetzt zurückgehen. Ah, hab ich ein Stück Spur, so. Nee? So rum. Übelst viel Pistolenmunition, ey. Verschlossen. Schön, Sprung. Ein Magnetkartenlesegerät. Ja. Becky ist oben, Billy ist unten. Ich glaube, das ist die Tür zum Endgegner, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Einmal rumgehen. Ich glaube, wir können zu Rebecca. Hier die Tür. Ah, die Tür wurde aufgeschlossen. Sehr nice. Hallo Becky. Okay. So, hat Billy noch Platz? Ja, hat nur einen Platz. Kann er schön die Säuregranaten mitnehmen.
So, schön mitnehmen. Und hier waren noch Säuregranaten. Die will ich natürlich mir auch nicht entgehen lassen. Da sind sie. Oh, jetzt sind wir ja bestens ausgerüstet hier. So. Nur die Frage ist jetzt, wie geht mir weiter vor? Die Kapseln enthält Larven irgendeines Wesens. So etwas haben sie noch nie gesehen. Nee. Haben wir nicht? Was ist mit der Tür da? Labor kommen ja nicht wirklich weiter. Biggie, nicht runtergehen. Zu mir kommen. Alles klar, das war die Tür. Komme ich da hoch? Oben auf dem Regal steht etwas. Rebecca hochheben. Jo. Ich glaube, das ist eine Batterie. Gut. Irgendwas muss ich jetzt ablegen. Na komm. Ja. Leere Batterie. Ah, ich glaube, das müssen wir jetzt kombinieren mit dieser... Oder? Ah, ich weiß es nicht. Ja, es war mir klar, dass das passiert. War mir klar, dass das passiert. Ja. Oh, das war's schon. So, aber nee, ich glaube nicht, dass ich das kombinieren muss. Nee, glaube ich irgendwie nicht. Moment, das probiere ich jetzt immer aus. Ich leg mal meine Farbbänder ab. Ich will auch Platz haben. Nee. Okay, nö. Nehme ich lieber meine Farbbänder oder mit. Ja, eine leere Batterie bringt uns da nicht wirklich was, ne? Mhm.
Müssen. Gehe ich jetzt direkt wieder zu diesem komischen Kran? Und ne, was macht's? Gehe ich jetzt direkt wieder dahin? Muss man eigentlich. Ja, allzu viel Zeit ist eh nicht mehr. Ja, wir gehen da jetzt wieder hin. Vielleicht können wir die Batterie wenigstens einsetzen, damit ich wieder das Industriewasser mitnehmen kann. Für was ich das auch immer brauchen werde. So, wo war's denn? Die Tür war's, ne? Ja, die Tür war's. Genau. Atmung auf diese ekelhaften Ekel für Teufel. So, wir hatten jetzt Batterie, Becky hat sie. Wieso brauche ich das jetzt nicht? Aha. Wahrscheinlich, weil sie noch leer ist. Nur wie voll kriegen. Das ist jetzt die Frage. Wie kriegt man eine leere Batterie voll? Klar, ans Ladegerät stecken. Also soll ich jetzt eine Steckdose suchen oder was? Keine Ahnung. Ach, nee, ich suche mir jetzt einen Speicherpunkt, weil die Zeit ist sehr knapp. Und naja. Ihr wisst ja, was das heißt. Unsere eine Stunde ist fast erreicht. Deshalb gehe ich jetzt mal auf die Suche nach einem Speicherplatz. Vielleicht finden wir auf dem Weg zu dem Speicherplatz ja noch irgendwas Schönes, was uns irgendwie weiterbringt, weiterhilft, keine Ahnung, irgendwas. Irgendwas halt. Nö, das war falsch, weil da kommen wir nicht runter. Gibt's hier sonst irgendwie was? Ja. Nö, nö, nö. Nö, gibt's auch nichts mehr, auch nichts, auch nichts, auch nichts. Vielleicht an der Konsole. Es passiert nichts, scheint kaputt zu sein. Okay, dann gibt's da auch nichts. Na gut, ne?
Ja, hier liegt das Industriewasser. Wo ich immer noch nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Wird schon für irgendwas gut sein. So, ich glaube, der Frosch kommt nur einmal, der kommt ständig. Aber ich renne hier trotzdem jetzt schnell durch. Nö, der kommt nur einmal. Auch schön. Ich hatte es auch einmal, da hat mich der Frosch gefressen. Einfach so. Gefressen. Hat er mich. So, brauche irgendwie eine Speicherstation. Ah ne, hier sind wir wieder in dem schwulen Labor. Brauche was zum Speichern. Also ich muss schon mal wieder gnadenlos überziehen. Das wird euch ja nicht sehr wirklich stören, wenn ich gnadenlos überziehe. Wow, Frosch! Billy! Oh, kommt der einfach von oben runtergesprungen? Ich glaub's nicht. Ist doch noch mal was Actiongeladenes passiert. Jawohl, wir haben den Speicherraum endlich erreicht. Nach langem Hin und Her, Schreibmaschine, lalala, aufzeichnen. So Leute, dann speichere ich es jetzt noch schnell und dann würde ich sagen, ist die Aufnahme für dieses Mal beendet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.